Also willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wie Sie wissen, stelle ich Ihnen hier immer Persönlichkeiten aus Berlin vor, die etwas ganz Besonderes machen. Und Bildung interessiert uns alle, vor allen Dingen, wenn wir Kinder haben. Dann schimpfen wir immer über die schlechten Noten, die schlechten Lehrer, die schlechte Schule. Aber es kann vielleicht auch anders gehen. Man kann vielleicht auch loben. Man kann sich selbst engagieren. Und deswegen habe ich heute eingeladen, Frau Katja Hinze, herzlich willkommen. Sie sind Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung. Und da habe ich mich gefragt, was ist das denn? Eine Stiftung Bildung. Sie stiften uns Bildung. Ja. Oder was machen Sie? Ja, genau. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Die Stiftung Bildung ist eine junge Stiftung, tatsächlich gegründet worden vor 6 Jahren von engagierten, hochengagierten Menschen, die sagen, wir wollen was für Bildung in Deutschland tun. Wir wollen, dass unseren Kindern bessere Bildung und den Jugendlichen ein guter Einstieg ins Berufsleben gegeben wird. Wollen wir das und wir nicht wollen alle? Das, ja, eben, das wollen wir alle. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele Menschen sich schon engagieren, bundesweit, an Kita und Schule. Und vielleicht erzähle ich einfach, wie ich dahin gekommen bin, wenn Sie ja, das möchten. Natürlich. Ja, sehr gerne. Ja. Meine Kinder sind 21 und 23. Und neben meinem Wirtschaftsjob habe ich dann irgendwann meine Kinder in den Kinderladen gebracht. Kinderläden sind sehr Elterninitiativen, wo Eltern sich auch tatsächlich als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon im Vorstand engagieren. Also nicht wie bei der Kita, staatlicher Träger oder privater Träger, man bringt die Kinder dahin, zahlt einen Beitrag, sondern ihre Kinderläden haben die Eltern selber gegründet. Das ist richtig. In den 70er Jahren übrigens war es eine große Welle, die auch gefördert wurde vom Staat in West-Berlin tatsächlich. Und insofern sind die Eltern im Vorstand des Vereins, des Kinderladens und sind damit auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und bestimmen aber auch ganz viel selber mit, wie der Kinderladen, welches pädagogische Konzept gefahren wird. Also war ich schon. Ist das nicht furchtbar, wenn jedes Elternpaar seine eigene Idee vorbringt? Ja, mein Kind soll so und das soll das Spielzeug haben und das Buch zum Lesen, oder? Das ist Aushandlungsprozess, das ist Demokratie. Da guckt man natürlich auch, was will das eigene Kind. Natürlich, man kocht selber, man putzt selber. Ja. Also auch bis dahin geht dann sozusagen die Beteiligung. Also insofern geht es nicht nur um Bestimmen und solche Sachen. Als die Kinder dann in die Schule kamen, war das zwar eine neu gebaute Schule, aber es regnete durchs Dach, es gab viele Probleme. Neu gebaute Schule? Ja, neu gebaute Schule mit Baumängeln. Das ist ja wie beim Bundestag mit dem Gebäude. Genau. Dann haben wir auch da wieder gedacht, ne, sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern, was können wir tun? Und dann haben wir einen Schulförderverein gegründet. Und den habe ich dann auch wieder mit anderen Menschen zusammen, mit der Schulleitung zusammen, mit Lehrkräften, aber auch anderen engagierten Eltern, haben wir dann uns dafür eingesetzt, dass die Schule besser wird. Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Und weil ich damals so dachte, also neben dem Job und meinem Engagement und meine Kinder haben eigentlich ganz wenig Mama, wenn ich mich da so stark engagiere, habe ich gedacht, es ist gut, wenn sich diejenigen, die viel für Bildung tun wollen, vernetzen. Und dann haben wir tatsächlich kurz danach den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg gegründet. Also der, da bin ich heute noch ehrenamtliche Vorsitzende. Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg. Da sind rund 800 Fördervereine jetzt angeschlossen. Und das sind Menschen, die einfach miteinander überlegen, ja, wie machst du es besser, was ist das Vereinsrecht, wo kriegt man eventuell Fördergelder, wie macht ihr das mit den Spendenbescheinigungen? Das ist ja kein Hobby mehr. Das ist definitiv kein Hobby mehr und wie das so immer so schön ist, gemeinsam sind wir stark und schlau, das ist sozusagen das Motto. Und vor 7 Jahren war es dann so, dass wir uns alle ganz viel die Beine ausgerissen haben und gedacht haben, okay, jetzt reicht's, aber es muss irgendwie tatsächlich auch nochmal auf bundespolitischer Ebene mehr erreicht werden und es braucht so eine Stimme, die dieses Engagement öffentlich vertritt, aber auch Spenden für Bildung einsammelt, also wirklich Menschen Stiftung erreicht. Braucht Geld, nicht? Ja, ja, aber es gibt auch viele Menschen wie Sie und ich, die sagen, klar, 20 Euro für Bildung in Deutschland spende ich super gerne. Ich wollte schon immer irgendwie was dafür tun. Wie mache ich das denn? Und dann haben wir uns tatsächlich die Spendenorganisation ausgedacht. Sie hat den Namen Stiftung Bildung. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass
Ja, die Großeltern um die Ecke monatlich 20 Euro spenden, wir aus diesen Spenden Projekte finanzieren können. Das will ich noch mal ganz genau hören. Genau, sehr gerne. Also, wenn Sie uns jetzt zuhören und vielleicht jetzt gerade mal in Ihr Portemonnaie gucken, ob da 20 Euro über sind. Das heißt, ich muss Mitglied sein bei Ihnen. Nee, nicht Mitglied. Sie spenden einfach nur und kriegen eine Spendenbescheinigung. Sie überweisen das Geld auf unser Spendenkonto und wir geben Ihnen dafür eine Spendenbescheinigung. Dann darf ich aber nicht mitreden. Wenn Sie mitreden wollen, was möglich wäre, dann können Sie Mitglied der Stiftungsversammlung werden. Da zahlen Sie 1.500 Euro und dann haben Sie eine Stimme in der Stiftungsversammlung. Das ist möglich, wer das möchte. Aber 1.500 nur einmal oder jedes Jahr? Nee, tatsächlich einmalig. Ich glaube, nach 6 Jahren kann man das wiederholen. Aber erstmal ist es eine einmalige Summe tatsächlich. Und dann habe ich Mitspracherecht. Dann haben Sie in der Stiftungsversammlung ein Mitspracherecht und gestalten, also wählen das Kuratorium mit. Das ist der Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat stellt mich zum Beispiel ein. Ja? Der kontrolliert meine Arbeit. Mein Team und sorgt dafür, ob ich jetzt hier weiterarbeiten kann oder nicht. Was machen Sie denn jetzt ganz, ganz konkret in der Stiftung? Ja. Sie haben diese Fördervereine. Was haben Sie? 40.000 bundesweit. 40.000 inzwischen bundesweit. Also fast jede Schule. Wenn Sie die alle besuchen, sind Sie ja 10 Jahre unterwegs. Das mache ich auch nicht mehr, das schaffe ich nicht. Genau. 96% aller Schulen, also auch Berufsschulen, haben Fördervereine inzwischen. Und bei den Kitas sind es weniger, weil viele Kinderläden ja schon sozusagen als Vereine auch organisiert sind. Aber es ist ein sehr, sehr hohes Potenzial. Das heißt, es sind Millionen Menschen, die sich da ehrenamtlich engagieren. Die können sich an uns wenden und das sind Eltern, das können aber auch Lehrkräfte sein oder die Sozialpädagogin oder der Erzieher und die sagen, oder auch die Kinder und Jugendlichen übrigens selber, wir haben auch sehr engagierte Kinder und Jugendliche und die sagen, wir brauchen Geld, um ein Projekt umzusetzen. Zum Beispiel haben wir eine Jugendliche, die sagt, ich möchte in Richtung Nachhaltigkeit was verändern. Ich möchte eine App hier fürs Handy für junge Menschen entwickeln, wie sie nachhaltiger leben können. So ein bisschen so als Spiel. Und das nennt sich ja dann immer so Neudeutsch Challenge, zum Beispiel eine Challenge zum Thema vegan leben. Eine Woche vegan leben, wie geht das? Eine Woche plastikfrei leben, wie geht das? Und dann wird das als sozusagen App auf dem Handy, kriegt man Tipps und Rat, wie man sowas machen kann. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, und zu Hause auch, wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn jetzt da gerade sitzt, spielt mit dem Handy und Sie sagen, noch mal was Vernünftiges. Ja. Und er sagt, du, ich bin gerade bei der App dabei. Richtig. Ja, wie ich vorher die Arbeit in der Schule morgen rausfinde vom Lehrer. Naja, ernsthaft gesagt, ja, wie ich also besser Mathematik lerne oder was organisiere. Das kostet Geld? Genau, das sind dann zum Beispiel eine App, die hat 5.000 Euro gekostet und das ist aus Spendengeldern, geben wir dann in dieses Projekt 5.000 Euro. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel. Also es kostet 5.000. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Wieso kostet die App 5.000? Zahlen Sie das dem Schüler? Nee, in dem Falle hauptsächlich, um sie zu programmieren und dann bereitzustellen. Das ist sozusagen die Technik, die dann erstmal programmiert werden muss und bereitgestellt werden muss. Aber wenn ein Kind jetzt in so einem Förderverein ist und sagt, ich kann das selber und ich zeige euch das mal, zahlen Sie dem Kind denn auch 5.000? Unwahrscheinlich, weil es dann ja sozusagen auch eine Firma haben müsste. Aber wenn das Kind jetzt sagen würde, ich brauche trotzdem noch dafür Hardware oder ich muss einen Computer kaufen oder ein Programm, damit ich das programmieren kann, könnte das wiederum eine Förderung sein, die wir machen würden. Ja. Also darauf wollte ich drauf hinaus. Das heißt, Sie fördern auch ganz gezielt Kinder und Jugendliche, die irgendwas machen, was mit Bildung zu tun hat. Ja. Also ganz wichtig, jetzt merken. Ja, also Stiftung auch zum Bildung. Genau, auch zum Katja Beispiel. Katja Hinze hat möglicherweise Geld für euch zu Hause, wenn ihr das macht. Das heißt, es ist einer ihrer Aufgabengebiete, Kindern und Jugendlichen zu helfen, das, was sie tun, zu entwickeln und vielleicht auch zur Marktreife bringen? Nein, das ist nicht bei uns. Nein. Also alles, was für die Schule wichtig ist? Ja, alles, was, also wirklich angefangen von Buch für die Bibliothek bis hin aber auch zu solchen Projekten, wie ich sie jetzt gerade genannt habe. Was wir auch machen, sind ganz niedrigschwellige Hilfen über Patenschaften zum Beispiel. Wir haben jetzt in den letzten 2,5 Jahren 6.000 Patenschaften zwischen Kindern und Jugendlichen gestiftet, wo ein Kind. In welchen Ländern?
in bundesweit, in Deutschland. Also nur in Deutschland, in Deutschland. Nicht Afrika oder sonst. Nein, eben nicht. Das ist das interessant, dass Sie das ansprechen, weil das ist bekannt. Mhm. Deutsche spenden sehr viel. Insgesamt, glaube ich, spenden wir Deutschen 7,3 Milliarden Euro. Wir sind aber gewöhnt, tatsächlich für karitative Zwecke zu spenden oder aber auch für Bildung. Mein Patenkind in Afrika. Ja, genau, zum Beispiel. Aber was wir nicht so gewöhnt sind, ist tatsächlich für Bildung auch in Deutschland zu spenden. Und insofern machen wir Patenschaften hier in Deutschland, bundesweit. Und in den letzten 2,5 Jahren haben wir Kinder zusammengebracht, wo ein Kind immer eine Fluchterfahrung hatte, also gerade nach Deutschland gekommen ist und das andere Kind schon länger hier lebt. Die haben miteinander einfach Hausaufgaben gemacht, Ausflüge gemacht, sind zusammen zum Verein gegangen, haben kulturelle Veranstaltungen miteinander gemacht. Jetzt ist es so, wir haben uns vorgenommen, für die nächsten 3 Jahre nochmal rund 10.000 Patenschaften mit Kindern zu stiften, wo jegliche Benachteiligung, jeglicher benachteiligender Hintergrund dabei ist. Das können Eltern mit Alkoholproblemen sein, das kann aber auch wirklich eine Sprachproblematik sein. Das kann auch eine körperliche Thematik sein oder sowas. Da wollen wir sozusagen jetzt in den nächsten 3 Jahren rein. Und solche Patenschaften kann man auch Klingt unterstützen. Gut. Und wieder habe ich eine konkrete Frage. Sehr 10.000 gerne. Patenschaften, wie organisieren Sie denn das jetzt? Ja, also tatsächlich sind wir hier glücklicherweise in der Lage, Partnerin des Familienministeriums zu sein, die hier sehr stark auch interessiert sind, das Engagement im Bildungsbereich zu stärken. Und wir haben die Möglichkeit, oder das ist gerade jetzt eingerichtet worden, in den Bundesländern hauptamtliche Stellen zu finanzieren, die dann Engagierte erreichen bzw. auch als Kontaktpersonen dienen und sagen, ja, wie geht das denn jetzt mit den Patenschaften? Wie bekomme ich denn jetzt Unterstützung? Und das werden wir nach einer kurzen Werbepause noch mal detailliert erläutern. Vielleicht haben Sie Interesse daran und Spaß daran. Ja, und Ihr Sohn ist vielleicht schon jetzt dabei, einen Brief zu schreiben. Eine Mail, Brief schreibt man ja nicht mehr. An Katja Hinze, Vorstandsvorsitzende für Stiftung Bildung. Ja, und zu sagen, ich habe da eine Idee und brauche vielleicht mal 100 Euro oder so. Mhm. Ja? Mhm. Also, wir machen gleich weiter. Kurze Pause. Bis gleich.